Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge Train Fever. Ja, ich hoffe, die erste Folge hat euch soweit gefallen. Und wir sind jetzt gerade dabei, uns zu überlegen, ob wir hier eine kleine Buslinie einrichten. Ja, hier gehen wahrscheinlich schon die nächsten. Okay, hier kommen. Oh. Okay. Okay, dann hat es hier diese Straße doch wirklich gebracht. Krass. Wenn ihr euch beeilt, dann kriegt ihr den Zug noch. Bin ich gespannt. Wir haben zwei Passagiere. Wie viel Geld das einbringen wird. Okay, 15.000, nicht so viel. Wie war es jetzt dabei? 4. Und da kommen ja noch einige. Oh, ob das für die nächste Tour reicht? Wie viel kannst du aufnehmen? 14. Okay. Hier stehen schon 7. Wenn wir anfangen. Hier ist langsam mal Bushaltestellen zu platzieren. Es ist bloß die Frage, hier oben sind auch noch. Aber die haben es halt wesentlich weiter. Hier kann ich nichts mehr platzieren. Oh, wir sind im Minus. Kann mir bitte jemand kurz was abliefern? Danke. Danke! So. Dann würde ich einmal hier anfahren. Dann würde einmal hier anfahren. Ja, und von mir aus können wir zurück zu es dann nochmal hier halten. Für den Anfang, ja. Nachher wird es natürlich alles noch umgebaut. Okay, dann können wir. Dann könnten wir aber auch kurz da hochfahren. Die 4? Jawohl. Kannst du da nicht umdrehen oder so? Die wieder weg. Jetzt ziehen wir die irgendwo hier unten hin. Jawohl, so wollte ich es genau. So, das ist Bushöfingen. Haben wir kein neues Straßendepot. 80 bringt nichts. 13. Kostet weniger, 22, kann aber bloß 25 fahren. Ich glaube, der ist da wirklich am besten. Nicht genug Geld. Ich schicke dich schon mal los. Ich hoffe, da liefert jetzt gleich mal jemand was ab. Wie sind wir denn? Okay, wir sind schon bei 50. Plus 0. Ja,
Okay, ich glaube, wir müssen kurz uns was leihen. Passagiere, den da. So. Ja, was ist das für ein Minibus? Ja. So, wo ist denn hier unser Dice, oder? 8 Passagiere. Okay, jemand steht am Bahnhof. Oh, hier stehen einige. 18, die kriegt er nicht alle mit. Oh. Oh. So, beobachten wir doch einfach kurz hier den Bus. Nachher. Jetzt 1952 geht's ja noch, ja. Mit den Passagieren. Okay. Den schicken wir in die andere Richtung. Wie fahren die denn? Die fahren da, okay. Ja, was ist, wenn ich den hier in die andere Richtung schicke? Was macht er dann? Lieber Bus, was machst du? Ah, du fährst jetzt so auf deine Strecke. Okay. Haben wir da schon Passagiere? Nein. Ihr müsst eigentlich gleich der. Ja, da kommt er doch. Unser Schienenbus kommen, der voll beladen sein müsste. Okay, ein Passagier hat sich schon wieder verabschiedet. Stehen schon wieder 14, das ist ja unglaublich. Ich bin mal gespannt, wie viel der einbringt mit diesen 13 Leuten. Okay. Das lässt sich sehen. Aber. Wir haben halt hier schon wieder 17 Leute warten. Wollt ihr jetzt alle auf den Bus, oder? Könnten eigentlich noch mal einen Bus kaufen, damit das mal besser läuft. Ja. Weil ich denke, die Güter.
Ah, klar, das Holz bringt einiges mehr, da wir einfach den weiteren Weg fahren müssen. Bringt schon eine halbe Million. Okay, das sind die Güter, das ist der Holz. 9 Stück. Du wirst wieder einiges bringen. Und. Oh ja. Boah, hier stehen schon. Hier stehen 27. Oh. Leute, da müssen wir was unternehmen. Entweder. Entweder wir kaufen noch mal einen zweiten Schienenbus oder. Gott, die gibt's auch alle schon. Kostet halt 1,15 Millionen. Das Problem ist halt, wie viel ist denn der noch wert? 250. Das Problem ist halt, wenn ich zweimal den kaufe, sind wir halt schon bei 500.000 pro Jahr. Und das ist halt der einiges billiger. Bloß der kostet halt so viel. Ja, ich bin gerade wirklich am Überlegen. Und ich denke wirklich, dass wir es machen. Dass wir uns jetzt schon vom Schienenbus verabschieden müssen, ja. Er hat uns ein stolzes Jahr begleitet. Aber das geht einfach nicht. Das sind dann 500.000 Betriebskosten im Jahr und das ist halt echt viel. Das ist echt richtig viel. Aber wir lassen ihn jetzt erstmal die Passagiere abgeben. Dann versuchen wir irgendwie die 1,15 Milliarden zu bekommen. Durch Darlehen, ja, wir richten uns an die Stadt. So. Gehst du mal ins Depot? Und dann mache ich mal Pause. So. So, jetzt habe ich 1,17. Ja? Und dann kaufen wir uns. Wen kaufen wir uns? Ich würde sagen. Den da. So. Und den. Gott sei Dank macht man keine Miese, wenn man den wieder verkauft. So, schicken wir den da wieder drauf. Der hat auch einiges mehr an Power. Wie wir hier schon sehen. Aber wir haben mal ein riesiges Darlehen. Aber wir verschaffen die Leute jetzt natürlich auch viel, viel schneller.
Ich würde einfach mal sagen, wir fahren noch mal mit, ja, aber mit der etwas schnelleren Fahrt. Zug ist von Arriva. Ich weiß, ist jetzt für 1953 vielleicht noch ein bisschen zu modern, aber wir brauchen ihn einfach, ja. Wir kommen nicht anders drum rum, wir brauchen ihn einfach. Ja, das ist halt, 120 ist halt schon was anderes wie, wie 90, ja. Und 14 Passagiere im Gegensatz zu einem, 41, ja, das ist einmal komplett umgedreht. Das ist halt ein unglaublicher Unterschied. Ja. Hat einiges gekostet bei der Stadt, ja, dass wir die überredet haben. Ist aber wirklich schön, muss ich sagen. Könnte man auch für die S-Bahn benutzen. Weil ich bin gerade an einer Map aufbauen, ja, wo ich auf einer flachen Karte, wo ich versuche, so viele Städte wie möglich miteinander zu, ja, zusammenwachsen zu lassen, sagen wir mal so. Denn ich habe schon bei einigen Usern im Forum gesehen, dass sie das gemacht haben und ich finde es einfach echt klasse, wie das aussieht. So, hier die Einfahrt. Das ist sogar, ne, das ist kein Startlager hier. Das ist ein S-Blind. So, hat uns gebracht. 122.000. Können wir nochmal was zurückzahlen? So, du hast jetzt dabei 29. Ist natürlich nicht schlecht. Fahren wir nochmal zurück nach Höflingen. Ach Quatsch, nach Höflingen. Ja. Ich muss ja dann nochmal anschauen hier. Ich stehe ja auch manchmal einfach so an einem Bahnübergang oder so bei einer alten Map von mir und schau einfach mal den Zügen zu. Na gut, da ist, war der jetzt abgekattet. War jetzt ein bisschen kacke. Aber wir können ja hier nochmal. Jawohl. Da braust du dahin. Oh, habe ich noch Cargo an? Ups. Mir gar nicht aufgefallen. So, da verschwindet er wieder im Wald. Also der Wald ist echt so dicht, da sieht man den kaum. Wo ist er denn? Da ist er. Und genau so, ach, stell ich mir das halt auch vor, so sieht's in Wirklichkeit aus, ja. So sieht's hier in Trainfever aus, einfach nur klasse. Oh, das ist schon der Bahnhof. Okay, hier interessieren sich einiges mehr an, Leute. Haben wir wahrscheinlich die Zeit auch verkürzt, aber eine Minute schneller. Jetzt bin ich gespannt. ...250.000, das ist einiges. Und er nimmt wieder mit. Nimmt wieder 27 rum mit, 28 jetzt. Das ist nice, das ist richtig nice. Ich hier wieder zurückzahlen. Oh yeah! Was ist denn das? Hab ich ja noch nie gesehen, ist das ein Mod? Hab ich echt noch nie gesehen. Muss nochmal leihen. Ja, und dann war es das auch hier mit dieser Folge. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen.
und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.